Das Bild eines bekannten Freundes ist durcheinander geraten. Dreh die Quadrate so, dass das Bild wiederhergestellt wird. Lass dich von den Farben nicht verwirren. Ist das der Affe oder was? Nee, ich will so. Das sieht ja witzig aus. Nee, warte mal, das war ja eigentlich ganz richtig. Ach, warte, da ist es. Passt jetzt aber nicht mehr so richtig, ne? Das passt auch nicht so richtig. So, wir müssen natürlich jetzt den richtigen finden. Das hier ist zum Beispiel richtig. Wir brauchen natürlich den... Ja, so sieht's doch aus. Das ist ein handelsüblicher Affe. Warte mal, kriege ich den auch ganz hin? Der sieht doch wunderbar aus. Den kann man doch so anbieten. Oh, guck mal, jetzt guckt er niedlich. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ganz normale Füße. Dann so Schrumpelfüße. Warte. Da weißt du gleich, was los ist. Ach komm, so haarige Füße hat er doch eigentlich, ne? Aber er hat nicht hier diese Herpes-Ekzeme. So, hinten hat er ein bisschen abgenommen. Nee, ist glaube ich das hier, ne? Ja, Tatsache. So, und hinten Eidechse, ne? Und Wuschelarsch. Mit spitzen Dornen. So, hier muss man natürlich bestimmt grün hin, damit das auch jede Farbe einmal... was geschafft hat. Was ist das denn? Ein Türklopfer. Tatsache. Ach, hier ist nochmal ein Griff. Das ist der Vampir-Fledermaus-Griff. Genau. Was zum Geier ist das denn? Wilkajan. Einer der Buchstaben fehlt. Ja. Ist alles kaputt hier. Also in der Originalwelt war das schon alles nicht doll, ne? Aber hier ist ja noch mehr kaputt. So, Türklopfer jetzt erstmal. Herein. Tok, 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 Penny. Es ist stockfinster hier drin. Ja, dann machst du mal Licht an. Gruselig, gruselig. Was, was ist das hier? Nee, das ist nix. Hier ist eine... Ist das eine Zunge? Ja. Geh mal in die Küche. Das ist bestimmt eine gute Idee. Was haben wir hier? Einen alten Nussknacker. Den nehmen wir mal mit. Fledermausflügel, Krötenzungen, faule Eier. Der Koch hat da einen seltsamen Geschmack. Aber schön nochmal einen Braten in den Ofen gelegt, ne? Ein Knopf fehlt hier. Achso. Ja, da komme ich natürlich dann nicht ran. Was haben wir da? Es sieht aus wie ein Küken. Es sieht aus wie ein Küken des riesigen Skelettvogels draußen. Ja. Wenn wir hier mal nicht komisch. Rezept für das Brathähnchen. Denk dran, es ist Geflügel. Von oben braten etwas weniger als Max. Guten Appetit. Wer ist denn Max? Was haben wir hier? Meine liebe Alice, bleib nicht länger hier als unbedingt nötig. Das ist nicht unsere Welt. Finde ein Symbol und gib es dem Wächter im Spiegel. Er lässt dich durch die Scheibe, damit du den Rest deines Lebens führen kannst, wie du es hättest sollen. Ich liebe dich, kann es kaum erwarten, dich unter den Lebenden zu sehen. In ewiger Liebe, dein Jim. Ja, das sind auch die normalen Trauerbriefe, die man so mal schreibt. Ist das hier? Ist natürlich ich tippe mal, ein kleiner Teil der Hölle ist zugefroren. Ja. Großartig witzig. Mit der Zange können wir hier aber nichts raus
Krökeln, ne? Nee. Das ist ja wieder klar. Wie Haken mitnehmen? Ich kann nur hoffen, dass das Rost ist. Nee, ich kann nur hoffen, dass das hier kein Gehirn ist. So, was steht hier? Ich brauche ein Wappen, um diese Tür zu öffnen. Guck mal hier, hier steht wahrscheinlich geschlossen. Das ist wahrscheinlich Spiegelweltschrift für geschlossen. Also, ist es nicht, weil... Steht da nicht, aber... Bei dem anderen können wir nicht rein und sagen, ja, nee, da ist zu. Und hier ist einfach so, nee, hier fehlt ein Wappen. Ja. Was ist das für ein Schrank? Die Tür ist vernagelt. Ich muss zuerst die Nägel herausziehen. Mit einer Zange machen wir das natürlich. Zack, zack. Und was da drin? Okay, das sah ja gruselig aus. Das ist auch gleich die Maske. Vor allem sieht nicht nur mit der Maske so gruselig aus, sondern auch ohne. So, eine gekämmte Perücke. Hier ist eine alte Bürste. Dann können wir die Haare einmal durchkämmen. Was für eine unordentliche Frisur. Ja, ich war nämlich im zweiten Bildungsweg nicht nur Detective, sondern auch Friseuse. Gehstock und Megafon. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Gehstock und Megafon. Hier ist ein Gehstock. Und hier ist ein Megafon. Ein Brenner und ein Fächer. Der Brenner ist ja in Österreich. Oder ist das die Schweiz? Nee, ist glaube ich Österreich. Beutel, Perlen und Falter. Falter. Asphalter. So, Beutel und Perlen. Ach, da sind Perlen. Was hatte ich hier eben? Eben hatte ich sowas zum Anfassen. Da. Ah, kann ich Licht anmachen? Ach, die Motte zum Licht. Weil ein Falter ist das. Okay. Katze, Hand und Rabe. Da ist eine Katze. Eine Hand brauchen wir auch noch. Guck mal, da ist eine Hand. Und ein Rabe. Ach, der Rabe ist hier. Mit roten Augen, so wie sie in der Natur auch vorkommen. Dann brauche ich... Ach, wo mal hier? Da ist doch ein Dings damit. Gehen wir mal durch die Frisur. Ja, natürlich. So schnell zweimal durchgekämmt und sieht dann so aus. Mhm. So bin ich heute Morgen aufgewacht. Natürlich. Brennerfächer und Beutel. Beutel, Beutel, Beutel. Hier ist ein Beutel. Und ein Brenner. Brenner, Salzbrenner. Würstchen. Brenner. Wo ist denn... Ach, ist das der Brenner? Ja, Tatsache. Und ein Fächerchen brauchen wir auch noch. Das ist da hinten. Du hast einen nützlichen Gegenstand gefunden. Einen Bunsenbrenner. Na, eigentlich ein Gasbrenner, aber... Ich weiß ja nicht, ne? Wir schmelzen das Eis in der Hölle. Ach, der Schlangengriff, den haben wir natürlich jetzt. Und wir haben noch ein R. Ja, los, gib mir mein Auge. Gib mir mein Auge zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. So, jetzt aber. Hier müssen wir das R hinzufügen. Sortiere die Buchstaben so, dass sie ein Wort bilden, das in der anderen Version dieses Ortes zu sehen war. Hm, was war das bloß für ein Wort? So, C, A, K, Auto und Kavlian. Kavlion. Schnitz dir einen Löwen. So, Karneval heißt es natürlich. Dann müssen wir das und das dahin und dann geht es los. Was? Finde nur heraus, was die Symbole bedeuten und sortiere sie ebenfalls. Okay. Okay, das hier heißt I. Achso, warte. Ach, ich muss hier ein Symbol einsetzen. Gut. Das ist ein X. Ja, und das bringt mir noch nichts. Ah, das ist ein V, okay.
Mit V-chen kommt dahin hin. Das ist ein Y. Das bringt mir auch nichts. Das ist ein L. Können wir da hinschmeißen. Das ist ein A. Und das ist ein R. Und das ist ein C. Das ist hier alles ein O. Ein O brauchen wir gar nicht. Was ist das hier für ein Ding? Das ist ein N. Das ist wieder ein A. So ein B, das brauchen wir nicht. Oh, wir waren schon fertig. Ja, und dann kommt da so eine eklige lange Zunge raus und die gibt dir was? Was ist das? Ein Knauf. Ja, das ist auch so ein Knauf. So wie der Leichnam durchbohrt ist, erinnert mich an den Wahrsager. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Tatsache, stimmt. Ja, ist ja noch nicht zu spät. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Knauf haben wir. Was können wir denn mit dem Knauf machen? War hier irgendwas mit dem Knauf? Ne, hier ist auch nichts. Die scheint beschädigt zu sein. Kommen wir denn hier wieder zurück? Ich kann nicht dorthin gehen. Ja, dann bist du natürlich am Arsch, ne? So, dann müssen wir ja hier irgendwo weiter hingehen. Kommen wir hier ins Haus der Ängste? Das ist kein Knauf, das ist nämlich ein Sternchen. Ach, hier, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen was rösten. Finde das Rezept für diese Speise und drehe dann die Knöpfe in die richtige Position. Denk dran, es ist Geflügel. Dann werden wir hier mal auf Geflügel stellen. Von oben braten. Das machen wir natürlich gern. Und etwas weniger als Max. Ding und schon fertig. Hier, ich will einen Vogel mitnehmen. Boah, das sieht lecker aus. Jetzt so ein richtig schönes halbes Hähnchen. So, was haben wir denn jetzt? Was können wir denn mit der Säge? Guck mal hier, wir reden mal nochmal mit ihm. I can't see the token. Put it in my hand. Ja, wenn du es nicht sehen kannst, hier ist dein Token. Nee, das funktioniert nicht. Dann gehen wir mal hier wieder zurück zur Gasse. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Können wir irgendwas ansägen, absägen, hinsägen? Hier ist so ein kleines Putzelmännchen schon wieder. Die Masken können wir hier auch nicht loswerden. Hier vielleicht? Nee. Nee, da kommt ja der Stern rein. Was ist mit der Pflanze? Können wir die absägen? Nee, das funktioniert natürlich nicht. Sie will auch gar nicht genau wissen, was da drin ist. Riesige wilde Pflanzen haben diesen Bereich in Beschlag genommen. Ihre clownähnlichen Ausläufer haben die Zelte zerrissen. Ja, wir sägen sie aber durch. Nee, ach, der Typ, der da oben hängt, ne? Ja, ich erinnere mich. Guck mal hier, können wir den nicht so lossägen? Plop. Was ist das hier? Oh, ein Auge. Da haben wir mal wieder das Spiegel-Symbol. Und den, Ach, und jetzt lassen wir ihn einfach hier liegen, oder was? Hat uns so nett geholfen, indem er hier uns alles bereitgelegt hat. Und was haben wir davon? Also, was hat er davon? Gar nichts. Wird nicht begraben oder sowas? So, endlich wieder zurück in die Heimat und dann gehen wir auch nach Hause, ne? Also, das glaubt uns ja eh keiner, wenn wir das in unserem Bericht schreiben. So, Wahrsagerzelt. So. Das gehört nicht zu dieser Klinge. Ah, ach so, ja, hier sind ja auch die einzelnen Tiere. So, das holen wir mal raus. Dann haben wir hier den Schlangengriff, der gehört da unten hin. Es kommt kein Blut, insofern ist eigentlich ganz gut.
Rette den Wahrsager. Und den Affen haben wir auch wieder. Thank you for saving me, but I'm too weak to stop the evil one now. He's planning to take over our world and Jim is helping him. Poor Jim doesn't even know what he's doing. He still can't let Alice go. And now they've kidnapped this woman, Susan. It's madness. You have to stop them. Here, take this mask. It will be useful in the mirror world. And take Miles. That's my monkey. He can be very helpful. Oh, okay. Oh, guck mal hier, was er hier für glitzernde Fingernägel hat. Da wird wirklich eine lange, lange Zeit poliert. Das nehmen wir ihm mal ab. Er sitzt da so erwartungsvoll, oder? Haben wir hier noch irgendwas? Alte chinesische Zeichen haben wir da noch. Können wir hier noch was aufmachen? War da nicht irgendwas? Achso, da können wir nur mit ihm reden. Okay, wir haben Miles also wieder. Oh, oh. The mirror world is invading the real one. I have to stop this madness from happening. Ja. Meine Güte, ich erinnere mich, das gesehen zu haben. Der Spiegel hat begonnen, in unsere Realität einzudringen. Ich muss es aufhalten. Ja, das machen wir doch auf jeden Fall. Wir gehen erstmal wieder zurück in die Spiegelwelt und holen uns da noch ein bisschen was. Achso. Eben war da nämlich wieder die Alice-Ausschnittfigur. Wir holen jetzt erstmal die Maske. Wo war die Maske? War die Maske hier? Ja, da war sie. Miles, tu deine Wirkung, Saft. Tu deine Wirkung. Ja, da fällt er auch ganz komplett runter. Und wir haben 5 von 5 Masken. Das heißt, hier können wir mal so ein bisschen was... Ja. Welche wird mich jetzt für den Rest meiner meines Lebens in meinen Albträumen heimsuchen? Ich glaube, die hier. So. Okay. Bin ich sicher, dass ich hier weiter will? Das Ding hat sich da eben bewegt. Moment. Die hat sich da eben auch bewegt. Hat also vor sich hingegrinst. Und der große Vogel hier auch. Aber jetzt stehen sie wieder still. So. Gelange in das Zelt. Was ist das denn hier für eine Figur? Jetzt mal ganz ernsthaft. Wer stellt denn sowas aus? Da sieht man auch gleich, dass es kaputt ist. Das ist nicht mal eine Schlange. Das ist schlimmer als eine Schlange. Ja, das ist wirklich schlimmer. Also dafür dann Geld zu verlangen, ist wirklich ein bisschen hart. Dem elektrischen Schlangenbeschwörer fehlt der Kopf. Das ist eine kopflose Angelegenheit hier. Was haben wir hier? Ach, ein Xena-Gedächtnis-Chakram? Oder was? Große Taten erfordern Opfer. Opfer? Das gefällt mir gar nicht. Und den Schädel können wir nicht mitnehmen. Was haben wir hier? Das Riesenrad. Guck mal, hier leuchtet es rot. Ich kann nicht sehen, es ist viel zu dunkel hier drin. Nee, da drinnen, nicht hier drin. So, auf jeden Fall, hier ist doch der Kopf. Heute ist es soweit. Ich sollte warten, bis ich den Code gefunden habe. Ich habe keine Zeit zu raten. Ja, nur mal ganz ruhig bleiben. Können wir hier mit dem Dings fahren? Das Rad wird durch die Maschine in der Bude angetrieben. Ja. So, was haben wir jetzt eigentlich gefunden? Ach ja, den Kopf. Den Kopf können wir doch einmal aufsetzen. Es funktioniert nur durch einen Münzeinwurf. Ja, natürlich. Hier ein Zirkuszelt. Der großartige Jim. Die ultimative Show. Der Ehrengast.
Aber sie haben schon gewusst, wie Susan Jones aussieht und haben dann eine Silhouette hingemalt.